Forum Vinzenz Palotti. Ich freue mich, dass Sie den Weg hierhin gefunden haben. Ein Teil kenne ich. Mein Name ist Gudrun Schäfer. Ich bin hier für das Programm des Forums zuständig. Und ich denke, wir haben für heute Abend ein sehr aktuelles Thema. 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs. Gedanken zu Frieden, Krieg und Gewalt. Ja, und zu diesem Thema darf ich unseren Referenten begrüßen, Herr Generalmajor AD Ernst Heinrich Lutz. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie gekommen, dass Sie den Abend mit uns gestalten. Danke. Ja, und ich habe gedacht, bei so einem interessanten Thema braucht man auch einen guten Moderator, der sich in der Sachlage auch sehr, sehr gut auskennt. Und deshalb freue ich mich auch, dass ich Herrn Dr. Elsner begrüßen darf. Schön, dass Sie sich bereit erklärt haben, den Abend zu moderieren. Ja, herzlich willkommen. Ich habe noch was Technisches zu sagen. Es geht so eine Liste rum und das wäre schön, wenn Sie sich da eintragen, dann bekommen wir ein paar wenige Zuschüsse von der katholischen Erwachsenenbildung für diesen Abend. Deshalb freue ich mich, wenn Sie sich da mit Namen eintragen, mit Adressen. Ja, ich denke, ich will es kurz machen und gebe das Podium frei für Herrn Lutz und bin ganz gespannt auf Ihren Vortrag. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich nicht der Generalmajor AD, sondern der Moderator. Es ist mir natürlich eine besondere Freude, dass ich den ehemaligen Standortältesten hier für Koblenz begrüßen darf. Gerade weil wir hier im Kontext von einem kirchlichen Gebäude, katholischer Kirche sind, ist es natürlich gar nicht mal so schlecht, auf das eine oder andere im Sinne einer Selbsterforschung hinzuweisen. Bevor ich etwas noch zu Generalmajor AD Lutz sage, ist mir ein Heftchen in die Hand gefallen zu einer Recherche zu Jesus Sirach. Ich suchte von einem alten katholischen Alttestamentler eine Publikation zu Jesus Sirach, der in Paderborn so um 1900 bis 1915, 18 lehrte. Und siehe da, der Herr hatte sehr viel Zeit gehabt und hat den Soldaten ein Heftchen offeriert, Der Krieg des Herrn. Ja, das ist ein Original von 1914, sodass ich hier natürlich auch feststellen konnte, dass wir als Kirche, nehmen natürlich als katholische Kirche, ich habe ja auch mal eine Publikation mitgebracht, die katholische Kirche im Ersten Weltkrieg, wer sich dazu mal ein bisschen schlauer machen will, Zitate gefunden, wo man sich an den Ohren zwickt und fragt, also ist das ein katholischer Theologe gewesen, der das gesagt hat? Ich darf mal kurz zitieren aus diesem Vorwort. Unsere Soldaten stehen darum heute im Felde für die Aufrechterhaltung der Grundgedanken der christlichen Sittlichkeit im Leben der Völker. Ohne diese ewigen Grundsätze der alten Gebote vom Sinai aber würde die Menschheit in Raubstaaten auseinanderfallen. Denn wenn die Gerechtigkeit verschwindet, was sind dann die Reiche anders als große Räuberbanden? Zitat von Augustinus. Ein Gotteskrieg, ein Kampf für Gott und göttliches Gesetz, für Christentum und christliche Kultur, ist es also, unter dem die Erde zittert. Es ist ein heiliger Gotteskrieg, wie es die Kriege des Herrn waren, zu denen das Gottesvolk so oft ausgezogen ist gegen Ägypter, Amalekiter, gegen Moabiter, Kanaaniter, gegen Medianiter, Amoriter, gegen Philister, Assyrer, gegen Babylonier und Syrer. Also Sie merken, wir haben hier genug sozusagen Gewissenserforschung zu betreiben. Umso mehr ist es natürlich wichtig, dass eben auch ein wirklicher Kenner, ich bin kein Kenner der Militärgeschichte, Generalmajor Lutz uns diesen Vortrag hält. Vielen Koblenzern ist er nicht unbekannt. Wer sozusagen die Zeitung, die kostenlos am Wochenende in den Hauskasten flattern kennt, der kennt ihn natürlich sozusagen als ausgewiesenen Sicherheitsexperten. Er nimmt Lehraufträge an der Uni Koblenz-Landau oder auch hier an der Hochschule, nicht an dieser Hochschule, sondern an der Hochschule in Koblenz wahr. Er hatte ähnlich wie bei uns in der katholischen Kirche einen Schematismus, wo jeder eben angibt, wofür er steht, schon vor Jahren angegeben, dass seine Hobbys in Anführungsstrichen Sicherheitspolitik, Zeitgeschichte, Gesellschaftspolitik und Kunst sind. Das ist nicht so ungewöhnlich für einen General, denn viele schlagen manchmal noch die Schlachten von gestern und sind ganz froh dabei, dass man hier und da vielleicht den einen oder anderen Zuhörer noch packen kann. Und General Lutz hatte sich auch immer
schon in seiner aktiven Zeit auch dafür eingesetzt, dass es eben ein reflektiertes Gespräch, ein reflektierter Austausch in der Gesellschaft in Koblenz sozusagen stattfinden darf. Und von daher bin ich ganz froh, dass Sie uns heute diesen Vortrag hier halten dürfen. Sie sind 1940 in Bad Mergesheim geboren. Sie sind gut evangelisch. Auch das gibt nicht jeder General in seinem Curriculum Vitae an. Verheiratet eine Tochter, sie durfte sicherlich schon älter sein, sodass sie sozusagen schon so ein paar Rahmenbedingungen von General Lutz haben. Und ich freue mich dann natürlich auch auf die Diskussion. Herr General, es ist Ihr Wort. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Ich bedanke mich sehr für die Einladung und freue mich, dass ich auch ein paar bekannte und wohlvertraute Gesichter hier sehe. Und ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, Ihnen heute Abend ein paar Gedanken vorzutragen, die mich durch das ganze Jahr begleitet haben. Denn wir sind ja in einem Gedenkjahr mit vielen Jahrestagen. Und da kann man gar nicht dran vorbeigehen, wenn man sich für Zeitgeschichte interessiert und wenn man versucht, die Dinge zu verstehen, die mit einem, durch einen und um einen herum passieren, ob man sie nun persönlich direkt beeinflusst oder nicht. Ich will Ihnen vortragen zu 100 Jahren nach Beginn des Ersten Weltkriegs, zu Gedanken zu Frieden, Krieg und Gewalt und weiß sehr wohl, dass das etwas ambitioniert ist, das in der zur Verfügung stehenden Zeit auch zu leisten. Manches kann nicht mehr sein als ein Stichwort, ein ins Wasser geworfener Stein und gucken wir mal, welche Kreise er zieht. Wir blicken auf 100 Jahre seit Beginn des Ersten Weltkrieges und 75 Jahre seit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges. Europa befreite sich vor 200 Jahren von Napoleon und etwa zur gleichen Zeit entstand hier die Rheinprovinz mit großen politischen und wirtschaftlichen Veränderungen. Vor 70 Jahren wurde das Attentat auf Hitler verübt. Vor 25 Jahren fiel die Berliner Mauer. Also Jahrestage, auch persönliche, gibt es 2014 viele. Und da ist das 100-jährige Wirken der Schönstadtbewegung natürlich ebenfalls mit großer Sympathie und mit allen guten Wünschen zu würdigen. Es ist ein gutes Zeichen zu sehen, wie diese Bewegung viele Menschen bereits weltweit inspiriert. Und ich wünsche ihr eine weitere segensreiche Verbreitung und gutes Gelingen. Denken wir eigentlich genug darüber nach, wie wir die Welt und unsere Beziehungen gestalten und ordnen? Diese so und nicht anders gewordene Welt ist das Ergebnis von Politik, die beansprucht zu wissen, was sie will und was sie tut. Wie gehen wir mit der Kluft um zwischen unseren Idealen und der globalisierten Wirklichkeit jenseits herkömmlicher Leitbilder? Und wie nahe sind wir jenem Bürger in Goethes Faust, der angesichts der Völker, die weit hinten der Türkei aufeinanderschlagen, sein Gläschen austrinkt und hofft, Zitat, sie mögen sich die Köpfe spalten, mag alles durcheinander gehen, doch nur zu Hause bleib's beim Alten. Zitat Ende. Ob es beliebige Gleichgültigkeit oder die freche Kainsfrage ist, ob wir unseres Bruders Hüter sein sollen, wir kommen um die Themen Frieden, Krieg, Gewalt und Verantwortung einfach nicht rum. Begleiten Sie mich deshalb durch Perspektiven zu Frieden, Krieg und Gewalt hin zu einigen sicherheitspolitischen Einsichten. Die Präambel im Grundgesetz formuliert unseren Standpunkt und unsere Hauptinteressen, nämlich im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa
dem Frieden der Welt zu dienen. Worauf gründet das? Was ist wirklich gemeint? Wer steht dazu? Wie kann es verantwortlich und praktisch gehen? Welche Aufgaben stellen sich im Einzelnen konkret? Und welche Antworten geben wir selber drauf? Lassen Sie mich dazu ein bisschen im europäischen Erbe forschen. Die Griechen ergründeten Konflikte, Ethik und Moral und ermöglichten Demokratie. Alexander schuf durch Gewalt Herrschaftsgebiete und suchte das Ende der Welt jenseits des Indus. Rom gab durch Macht und Gewalt Recht und Ordnung. Golgatha ermöglichte demgegenüber Seelenfrieden, Verantwortung für Freiheit sowie Gerechtigkeit und Paradies nach dem jüngsten Gericht. Das Johannesevangelium bekräftigt diesen Frieden, der höher ist als alle Vernunft, und Apostel Johannes lebte ihn vor. Bethlehem verpflichtet die Christen in der nicht erlösten Welt zu irdischem Frieden. Das Wie ist Teil ihrer Verantwortung. Regeln galten für die Menschen schon im Paradies, und zwar für die im guten Naturzustand, wie für die zur Sünde Verführten. Die Menschen stellten später logischerweise die Frage, ob Frieden ein natürlicher Zustand oder eine Kulturleistung ist. Die Antworten hängen nach meiner Ansicht von Weltanschauungen, vom Wissen, vom Zeitgeist und von Interessen ab, also von Kulturen. Menschengemacht gibt es offensichtlich nur kulturell bestimmte Friedensverständnisse. Ich bin überzeugt, Frieden muss gewährleistet werden. Dazu braucht es ein Gewaltmonopol. Gewalt, die nicht dem Frieden dient, hebelt in einem Klima beliebiger Gleichgültigkeit und Wehrlosigkeit Friedenswillen und Friedensbemühungen aus. Differenzierungsszenarien schildern Frieden und Krieg als entgegengesetzte Phänomene menschlicher Konflikte. Ich halte das für falsch, denn es widerspricht aller Erfahrung. Militärische Gewalt ist kein entgrenzter Selbstzweck, der automatisch zum Äußersten führen muss. Willens- oder Ereignisbestimmtes Innehalten, Krisendialog und Kurskorrektur geht auch im Krieg, wenn es die Konfliktgegner wollen. Der preußische Militärphilosoph Karl von Clausewitz stellte vor rund 250 Jahren fest, der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen. Gewalt ist also das Mittel, dem Feind unseren Willen aufzuzwingen, der Zweck. Um diesen Zweck sicher zu erreichen, müssen wir den Feind wehrlos machen, und dies ist dem Begriff nach das eigentliche Ziel der kriegerischen Handlung. Jeder Krieg ist voller Ungewissheit und Friktion sowie politisch bestimmt. Kriegerische Konflikte haben politische Ursachen und münden in politisch bestimmte Ergebnisse. Politischer Verkehr im Krieg signalisiert Entschlossenheit zur Kriegsfortsetzung oder zur Kriegsbeendigung und öffnet dann den Weg zu Verhandlungen sowie bindenden Regelungen. Politische Willensdominanz muss auch nicht zwingend militärisch durchgesetzt werden, also den Feind wehrlos zu machen. Staatliche und andere Akteure praktizieren das zuhauf. Globalkonzerne, organisierte Kriminelle,
und Terroristen agieren mit Jahresumsätzen von bis zu 500 Milliarden Euro auch gegen Staaten und Zivilisationen. Der Aspekt Gewaltmonopol ist für unsere Standortbestimmung wichtig. Im frühen Mittelalter gebot die Kirche aus christlichem und wirtschaftlichem Interesse Gottesfrieden. Sie schützte ihn selber militärisch. Ludwig VI. Von Frankreich machte daraus Königsfrieden. In Deutschland wurde Heinrich IV. Nach Canossa 1077 und seiner Kaiserkrönung Friedensgarant. Heinrich V. Regelte 1122 mit dem Papst die Machtfrage. Der Reichstag zu Worms beschloss 1495 den ewigen Landfrieden mit staatlichem Gewaltmonopol und kirchenfürstlichen Herrschaften. Dem 30-jährigen Krieg folgte das bis heute in die UNO prägende Verständnis vom westfälischen Staatensystem. Jeder Staat wurde souverän, er besaß das Gewaltmonopol in seinen Grenzen, erhob Steuern und hatte das Recht zum Krieg. Ich bleibe bei der Kirche. Nach Roms Cicero entwickelten Augustinus und Thomas von Aquin die Lehre vom gerechten Krieg mit 8 Kriterien. Es bedarf der legitimen Autorität, eine bevollmächtigte Instanz muss den Krieg anordnen. Es bedarf des gerechten Grunds, die Notwehr darf kein vorgeschobener Grund sein. Es bedarf der gerechten Absicht, nämlich die Abwendung eines schweren und dauerhaften Schadens. Krieg soll das letzte Mittel sein, das bedeutet, alle Mittel sollen vorher ausgeschöpft sein. Der Krieg muss hohe Erfolgsaussichten bieten, damit er seinen Zweck erreicht. Und die Kriegsfolgen dürfen das bekämpfte Unrecht nicht übersteigen. Und schließlich, es ist zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten zu unterscheiden. Auch das galt grundsätzlich bis zur UNO im Jahr 1945. Wie aber sah es dann aus? Die UNO ächtete 1945 den Krieg. Sie erhielt das Gewaltmonopol, außer ein Staat handelt in Selbstverteidigung. Die 5 Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, die USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und China, entscheiden auch heute im Sicherheitsrat über Frieden und Krieg. Dortige, das heißt ihre Beschlüsse, sind Völkerrecht und 193 Staaten akzeptieren das. Der aktuelle Koalitionsvertrag bestimmt, den Vereinten Nationen kommt eine Schlüsselrolle für die Wahrung des Friedens und zur Bewältigung von globalen Herausforderungen zu. Deutschland bleibt bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen, auch mit der Übernahme eines ständigen Sitzes im Sicherheitsrat. Wollen die Deutschen das? Wollen Frankreich und England das auch? Was bedeutet Beendigung der Verhältnisse nach dem Zweiten Weltkrieg? 2 neuere Entwicklungen sind wichtig. Die Millenniumsziele der Vereinten Nationen und das Konzept der Schutzverantwortung. Die Millenniumsziele basieren auf der Friedensidee menschlicher Sicherheit. Im Jahr 2003 las sich das so: Menschliche Sicherheit beinhaltet Menschenrechte, gute Regierungsführung, Bildungszugang und Gesundheitsfürsorge und gewährleistet für jeden Menschen seine eigenen Anlagen auszubilden. Jeder Schritt in diese Richtung bedeutet einen Schritt zur Verringerung von Armut, zu wirtschaftlichem Wachstum und zur Konfliktvermeidung. Freiheit von Mangel, Freiheit von Angst und Freiheit für künftige Generationen, eine gesunde Umwelt zu erhalten, sind die wechselseitig abhängigen Bausteine menschlicher
und somit staatlicher Sicherheit. In diesem Geist verabschiedete die UNO eine Millenniumserklärung mit 4 Handlungsfeldern: Frieden, Sicherheit und Abrüstung, Entwicklung und Armutsbekämpfung, Schutz der gemeinsamen Umwelt und Menschenrechte, Demokratie und gute Regierungsführung. Daraus entwickelt sollten 8 Entwicklungsziele bis 2015 extreme Armut und Hunger beseitigen, die allgemeine Grundschulbildung verwirklichen, die Gleichstellung fördern und für die Frauen stärken, die Kindersterblichkeit senken, die Gesundheit von Müttern verbessern, HIV, AIDS, Malaria und andere Krankheiten, die führen mal aktuell Ebola dazu, bekämpfen, ökologische Nachhaltigkeit sichern und eine globale Entwicklungspartnerschaft aufbauen. Ein Jahr vor Ende des Konzepts sind nicht alle Ziele erreicht, aber doch wesentliche Fortschritte erzielt worden. Nun soll ein Folgekonzept mit dem Titel A New Global Partnership, Eradicate Poverty and Transform Economies Through Sustainable Development, Industrie, Schwellen- und Entwicklungsländern ein wirtschaftliches, gesellschaftliches und ökologisches Konzept geben. Für 2015 ist dafür in der UNO ein Beschluss geplant. Die zweite Neuerung betrifft die Schutzverantwortung gegen Menschenrechtsverletzungen und Völkermord. Der UNO-Generalsekretär drängte dazu im März 2005: Ich fordere alle Staaten auf, das Recht, die Menschenrechte und die Demokratie auf konkrete Weise zu stärken. Insbesondere bitte ich Sie, das Prinzip der Schutzverantwortung als gemeinsame Grundlage für Aktionen gegen Völkermord, ethnische Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit anzunehmen. Anerkennend, dass die Verantwortung dafür zuerst und vor allem bei jedem einzelnen Staat liegt, aber wenn nationale Behörden ihre Bürger nicht schützen können oder wollen, diese Verantwortung auch auf die internationale Gemeinschaft übergeht und der Sicherheitsrat gemäß der Charta als letztes Mittel Zwangsmaßnahmen ergreifen kann. Papst Benedikt versah diese Sicht in einer Rede vor der UNO im April 2008 mit einem klaren Muss. Völkerrechtler debattieren darüber weiter und Russland beansprucht es für sein Umfeld. Papst Franziskus fordert im Lehrschreiben Evangelii Gaudium, das Sie wahrscheinlich noch besser kennen als ich, die Wahrnehmung der Bürgerpflichten und die Teilnahme am politischen Leben als Bemühen um vollkommenere Gerechtigkeit. Den echten Weg zum Frieden markieren ihm Menschenwürde, Gemeinwohl, Subsidiarität und Solidarität. Er verlangt langfristiges Handeln und neue gesellschaftliche Dynamik, Konflikte gemeinschaftsbildend zu überwinden und Lösungen auf höherer Ebene anzustreben, Richtiges ohne Verschleierung zu verwirklichen, sowie Kleinlichkeiten durch den Blick fürs größere Gute zu überwinden. Ein Blick auf Krieg und rechtserhaltende Gewalt. Das Völkerrecht und deutsches Recht kennen den Begriff Krieg nicht. Seit dem Zweiten Weltkrieg ersetzt bewaffneter Konflikt den Begriff Krieg und internationaler bewaffneter Konflikt schreibt den Kriegsbegriff fort. Im nicht internationalen bewaffneten Konflikt, also das, was wir in Afghanistan haben, stehen Aufständische gegen Staaten. Eine angegriffene Regierung darf militärisch und mit einem Verwaltungs- und Besatzungsregime unterstützt werden. Die Bundesregierung allein für sich kann den nicht internationalen bewaffneten Konflikt feststellen,
Sie braucht das Parlament nicht dazu. Ist aber gut beraten, es einzuschalten. Die Anwendung des Völkerrechts verlangt ausgedehnte und andauernde Gewalt. Ihre Merkmale sind die Intensität, die Zahl und die Dauer von Konfrontationen, die eingesetzten Waffen, die Zahl der Beteiligten an Kampfhandlungen, die Zahl der Opfer und flüchtenden Zivilisten und das Ausmaß der Zerstörungen. Die Evangelische Kirche in Deutschland entwickelte 2007 eine Denkschrift und in dieser eine Ethik rechtserhaltender Gewalt durch Recht mit gerechtem Frieden als Leitbild. Dazu gehören die Vermeidung von und der Schutz vor Gewalt, das Leben in Würde und Freiheit, Abbau von Angst, Not und Mangel, die Bewahrung der Ressourcen, die Verringerung von Ungerechtigkeit und Anerkennung kultureller Unterschiede. Die Krux liegt im Begriffsverständnissen wie im politischen Vermögen und Wollen zur Verwirklichung. Gilt die Formel Abrüstung gleich Frieden? Sie ist in Deutschland sehr beliebt und in dem Zusammenhang lohnt sich ein Blick drauf. Zar Nikolaus II. Schlug 1898 vor, auf dem Weg internationaler Beratung die wirksamen Mittel zu suchen, um allen Völkern die Wohltaten wahren und dauernden Friedens zu sichern und vor allem der fortschreitenden Entwicklung der gegenwärtigen Rüstungen ein Ziel zu setzen. Was er in einer Epoche massiver russischer Expansion wirklich wollte, blieb unklar. Jedenfalls wurde Deutschland im 20. Jahrhundert singuläres Abrüstungsobjekt in Europa. Der Versailler Vertrag kappte seine Machtgrundlagen, die Kolonien gingen an den Völkerbund und die Siegermächte, Österreich wurde souverän, die Kriegsalliierten erhielten Brückenköpfe über den Rhein bei Köln, Koblenz, Mainz und Kehl. Die USA, Großbritannien, Belgien und Frankreich erhielten Besatzungszonen für 5 bis 15 Jahre und Deutschland zahlte die letzte Reparationsrate im September 2010. Die Pariser Verträge von 1954 begrenzten die Bundesrepublik so: maximal 500.000 Soldaten, Einsatz deutscher Streitkräfte unter NATO-Stäben, kontrolliertes Herstellungsverbot für bestimmte Waffen, Verzicht auf die Herstellung von ABC-Waffen auf deutschem Gebiet, Truppenstationierung der Amerikaner und der Briten und Gewaltverzicht und Verpflichtung zur friedlichen Streitbeilegung. Die Bundesrepublik ging im Grundgesetz und sonst viele Verpflichtungen ein. Der 2+4-Vertrag, der Vertrag ist für die deutsche Vereinigung von 1990, verlangte die Reduzierung deutscher Truppen auf 370.000 Mann, da sind wir inzwischen weit weg davon, keine Stationierung von NATO-zugeordneten Streitkräften auf dem Gebiet der neuen Bundesländer, der erneute Verzicht auf ABC-Waffen, die weitere Mitgliedschaft in der NATO für Gesamtdeutschland, die völkerrechtliche Anerkennung der polnischen Westgrenze und dem Verzicht Deutschlands auf künftige Gebietsansprüche. Das war der Preis für die Vereinigung. Viele Deutsche glauben heute an die Formel Abrüstung gleich Frieden. Sie stehen damit international recht allein. Russland kündigte den Abrüstungsvertrag für konventionelle Streitkräfte in Europa ein Jahr vor seiner Besetzung Georgiens. Das und die Ukraine-Krise zeigen, Abrüstung allein ist nicht verlässlich. Der aktuelle Koalitionsvertrag will die allgemeine und weltweite Abrüstung und Rüstungskontrolle
sowohl von konventionellen als auch von Massenvernichtungswaffen. Aber die Politik weiß auch, das ist wenig wahrscheinlich in dieser Welt. Zudem verlangt der Koalitionsvertrag, vor einer Entscheidung über die Beschaffung qualitativ neuer Waffensysteme werden wir alle damit in Zusammenhang stehenden völker- und verfassungsrechtlichen, sicherheitspolitischen und ethischen Fragen sorgfältig prüfen. Wie weit geht das? Wie schwach wollen wir mit welchem Rational sein? Wie wollen wir auch andere begrenzen? Erhalten deutsche Soldaten, was sie für gefährliche Einsätze brauchen, die auch dieselbe Politik entscheidet? Und wozu haben wir Streitkräfte und welchen Rückhalt haben sie? Lassen Sie mich noch ein bisschen über Frieden reden und nachdenken. Jährlich gibt es 25 bis 35 bewaffnete Konflikte weltweit. Die Zählweisen ist eine Frage der Methodik, aber die Bandbreite stimmt. Friedenssicherung und Friedensgestaltung sind da mehr als Abrüstung und militärischer Minimalismus. Krisen, von denen es zuhauf gibt, müssen mit allen geeigneten Mitteln beherrscht, Kriege verantwortbar beendet sowie Wieder- und Neuaufbau ermöglicht werden. Unser Friedensdenken prägt zwar die UNO, es entspringt aber unserer Kultur. Afrika, Asien oder der Islam sind anders. Friedenspolitische Verständigung ist deshalb eine Aufgabe jenseits von Wahlperioden und von einfachen Formeln. In der praktischen Politik geht es im Kern zunächst um politische Sicherheit. Sie muss die Sicherheitsbedürfnisse aller Beteiligten austarieren. Ein gewährleisteter Schutz der Bürger zur Selbstbestimmung und Zukunftsgestaltung nach innen und außen auf der Grundlage eines Ziel- und Wertesystems sowie vorhandener Interessen muss für alle gelten. Das verbietet Maximalforderungen und erfordert Vertrauen durch Transparenz, Berechenbarkeit und Zusammenarbeit. Daneben geht es um jene menschliche Sicherheit, die Ausgangspunkt ist für die UNO-Millenniumsziele und ihr Folgekonzept. Wie macht man das? Man braucht eine Gesamtstrategie. Politikbereichen werden prozessgesteuert, ein über Teilziele zu erreichendes Gesamtziel gesetzt. Soweit die Theorie. Aber das erfolgt nach politischen Regeln und politischen Charakteristika. Dennoch verlangt es analytische Grundlagen aus eigenen und fremden Machtfaktoren, und aus denen können Fähigkeiten abgeleitet, gegenübergestellt und genutzt werden. Wohlgemerkt, im Rahmen des jeweiligen Wissens sowie unter politischen, das heißt, nicht völlig vorhersehbaren Bedingungen. Dabei treibt Geopolitik kleine und große Mächte. Sie streben nach Schlüsselregionen zur Machterhaltung, Machtentfaltung und Machtkontrolle zu wirtschaftspolitischen Zwecken. Das verlangt meist Seemacht. Die Welt ist zu 70% mit Wassern bedeckt. Meere verbinden, alle Meeresanrainer sind direkte Nachbarn. Und 2/3 der Menschheit lebt in Küstenstreifen von 200 bis 300 Kilometern Tiefe. Europa kennt das seit der Antike. Ägypter, Phönizier, Karthager,
Perser, Athen, Rom, Byzanz, haben es alle praktiziert und darauf ihre Bedeutung gegründet. Küstenhandel erzeugt Macht, Kriegsflotten sichern sie, Seemacht gründet damit auf 4 Komponenten: dem Handel, dem Zugriff auf maritime Ressourcen, Rohstoff und Fisch, Kenntnissen, Fähigkeiten und Kulturreichtum und das Maß, in dem sie transferiert werden können, sowie Herrschaftsräumen, die daraus entwickelt werden können. Unser Wohlstand hängt maßgeblich davon ab, dass täglich über 50.000 Schiffe Meere befahren. Jeder Punkt auf dieser Folie ist ein Schiff. Sie verbinden uns für unseren Wohlstand unverzichtbar auf gefahrvollen Wegen und durch unsichere Gebiete mit den Weltmärkten. Und der Anstieg der Handelsflotten in den letzten Jahren zeigt, dass das noch zunimmt. Dabei ist noch nicht einmal auf international garantierte Verträge Verlass. Die Ukraine-Krise ist dafür nicht das einzige Beispiel, nur eben in unserer Nähe. Im Dezember 1994 erhielten die Ukraine, Weißrussland und Kasachstan für die Abgabe ihrer Nuklearwaffen von den USA, Großbritannien, Frankreich und Russland Garantien ihrer Unabhängigkeit, ihrer Souveränität und der Unverletzlichkeit ihrer Grenzen, einschließlich des Verzichts auf jede gegen die Ukraine gerichtete Gewalt. Frankreich und China traten der Garantie später bei. Diese Garantie war nichts wert. Von keinem der Unterzeichner. Daran müssen wir uns gewöhnen. Je schneller, desto besser. Das erschließt sich zum Beispiel auch aus der russischen Militärdoktrin von 2010. Dort heißt es: Rechtmäßig ist der Einsatz der Streitkräfte und anderer Truppen für die Gewährleistung des Schutzes ihrer Bürger, die sich außerhalb der Grenzen der Russischen Föderation aufhalten, in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Prinzipien und Normen des Völkerrechts und den internationalen Verträgen der Russischen Föderation. Wir wissen heute, dass nur der erste Teil dieser Doktrin Bedeutung hat, den zweiten hat man unter den Tisch fallen lassen. Wir sind mitverantwortliche Zeitzeugen dieser Ereignisse des letzten Jahres mit Völkerrechtsbruch und Krieg im Europäischen Haus. Wir haben weggeguckt. Politisch und staatsbürgerlich hat es uns nicht interessiert. Seine Friedensordnung des Europäischen Hauses ist gestört. Staaten mit russischen Minderheiten sind verunsichert. Das uns vorgeführte Kriegsmuster besteht aus dosierter und verdeckter militärischer Aggression. Sie wird abgeschirmt von Diplomatie, Propaganda, humanitären Aktionen, Cyberwar, Geheimdienstoperationen und Wirtschaftsinitiativen. Das alles ist an Dreistigkeit nicht zu übertreffen, wenn zur Rechtfertigung auch noch der aus dem 18. Jahrhundert hergeholte Begriff Neurussland dienen muss. 3 andere Kriege in unserer Nähe folgen anderen Mustern. In Afrika verunsichern islamistischer Terror und organisierte Kriminelle an der kulturellen West-Ost- und Nord-Süd-Schnittlinie Staaten und Gesellschaften. In Nahmittelost, als einer Region ohne verlässliche Konstanten, erobert der Islamische Staat große Bereiche dieser Region.
Seine Saat der Gewalt reicht bis zu uns. Er überlagert nur scheinbar mindestens eine Handvoll weiterer regionaler Kriegspotenziale. Und im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern steht Kleinkrieg gegen massiven Militäreinsatz ohne Friedensperspektive. Für mich ergeben sich aus all dem 5 Konsequenzen. Erstens, es gibt keine klare Trennlinie zwischen Frieden und Krieg. Man kann einen Gegner auch ohne Militär wehrlos machen, ihm den eigenen Willen aufzwingen und seine Souveränität und Integrität verletzen, zum Beispiel durch Handels-, Wirtschafts-, Finanzkrieg, Cyberwar staatlicher wie nichtstaatlicher Akteure. Zweitens, Kriegsdrohungen und Militäreinsatz bleiben möglich. Drittens, zur Selbstbestimmung muss man jeder Drohung und Erpressung widerstehen können. Niemand weiß vorher sicher, welche Karte gespielt und welche Finte eingesetzt wird. Militärische Gewaltkontrolle allein ist noch keine hinreichende Friedensstrategie. Viertens, wo allgemeiner Frieden nicht verwirklicht ist, braucht es wenigstens relative Sicherheit. Verantwortliche Friedenspolitik ist deshalb zunächst Sicherheitspolitik mit nüchterner Interessenklärung und Verfolgung. Und fünftens, wir brauchen eine wirklich vernetzte deutsche Sicherheitspolitik, und zu der gehören in der NATO und in Europa abgestimmtes Handeln, die Fähigkeit zur gemeinsamen und vernetzten Beherrschung mehrerer Krisen, einschließlich tauglicher Streitkräfte für politische Wechselfälle. Wir brauchen eine wirksame Globalpolitik entlang der gesamten Wertschöpfung unserer Sicherheit. Wir brauchen die Kompetenz und den Mut zur gesellschaftspolitischen Meinungsbildung für krisenstabile Interessenverwirklichung. Und wir brauchen die gesellschaftliche Zustimmung für nötige Leistungen zum international gerechten Interessenausgleich. In diesem Spektrum erzielt Deutschland durchaus Teilerfolge. Für tatsächliches Gewicht und Wirkung auf der globalen Ebene zur Gewährleistung von Frieden, Freiheit und Wohlstand in unserem Sinne brauchen wir aber starke Partner. Die haben auch Interessen sowie Wünsche und Forderungen an uns. Das verlangt Realpolitik im Spannungsfeld von Ethik und Interessen. Zu ihr gehört im Gesamtspektrum politischer Handlungsoptionen eben auch Gewalt. Die Ziele, denen sie dient, ihre Art und der Preis ihrer Anwendung oder Nichtanwendung entscheiden, ob und wie sie verantwortet werden kann. Und über die damit eingegangene Schuld. Das sind Gewissensentscheidungen, die nach unserer geschichtlichen Erfahrung niemand einem anderen vorschreiben kann, wo immer er in unserer Wertewelt zu Hause ist. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen gerne weiter zur Verfügung.